Hallo zusammen, willkommen zurück. Two Point Hospital. Wir konnten eigentlich sozusagen hier unser erstes Krankenhaus abschließen und jetzt gehen wir zum zweiten. Mit hoffentlich nun mehr Möglichkeiten, dass ein bisschen mehr läuft. Ne? Wir hatten zwar einen Todesfall, aber Start. Wir starten, gucken, expandiere durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Ja. Da wird ja jetzt wahrscheinlich mehr auf uns zukommen. Personalqualifikationen. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Oh Gott. Dafür gibt es nur ein Heilmittel. Die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Alles klar. Okay, hier, jetzt muss ich auch mich gerade orientieren. Wir haben schon Allgemeinmedizin, also zur Diagnose, dann benötigen wir Bauer dieses Thema Psychiatrie. Hier. Ich suche dann unten. Machen wir das. Wir bauen das hier hin. So. Also typisch. Okay. Brauchen wir natürlich einen Aktenschrank für die vielen gestörten Wachen, einen Mülleimer. Dann hat es uns gelehrt, einen Feuerlöscher in die Zimmer zu stellen. Vielleicht so eine Pflanze ist gut fürs Gemüt, wenn die durchdrehen. Was können wir sonst noch? Ein Fenster haben wir hier. Wir machen noch ein Fenster. Hier. Und hier. Alles klar, okay. Dann benötigen wir jetzt einen Arzt, oder? Was neue Technologie? Wir wurden von Bungle Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich ihre psychiatrische Lizenz entzogen, wegen eines Vorfalls mit, es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, ihre Psychiatriepatienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche Technologieunterstützung froh sein. Erreiche die Krankenhausstufe 3. Der ist ein Psychiater. Gehen wir noch rein. Oder? Ermöglicht es einem Arzt, als Psychiater zu arbeiten. Alles klar. Der dreht durch, der hat das Rockstar-Syndrom. Aber wir haben nur ihn. Oh. Okay, jetzt brauchen wir irgendwie so ein... Erhöht Zufriedenheit. Ich brauche einen zweiten Arzt. So. Die warten hier schon alle. Jetzt kann der nämlich in Ruhe hier arbeiten, denn die müssen ja erst die allgemeine Diagnose stellen, dass die durchgeknallt sind. Und wenn da so viele kommen, ich weiß jetzt halt auch nicht, brauchen wir nicht noch eine Apotheke? Die kriegen sicher irgendwelche komischen Pillen. Jetzt stellen wir die Apotheke hier hin. Gleich vis-à-vis. Feuerlöscher. Natürlich ein Pflänzchen. Ups, Pflänzchen. Wer muss hier rein? Ich glaube... Assistent, oder? Einstellen. Oder wer macht das? Das weiß ich gar nicht. Krankenpfleger? Ich weiß es nicht mehr. Apotheken kommt. Ah, okay, der. Die benötigen doch das sicher, oder?
Okay, hier könnten wir... Moment. Eigentlich sowas hinstellen. Da brauchen wir nicht so... So, okay. Getränkeautomat haben wir. Oh oh. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Rock'n'Rollitis. Ja, das müde Knochen. Eine Ermüdung des Skeletts aufgrund von Kalzium und umgehend auf eine Station bauen müssen wir. Eine Station. Und da wissen wir jetzt vom letzten, also von der ersten Dingens da. Die braucht so ein bisschen Platz. Ne? Dann soll hier der Eingang sein. Das geht so nah beieinander. Zweites, ja. Okay. Dann Abfalleimer irgendwie geht das hier. Und ich denke, dass wir hier auch einen Abfalleimer noch hinstellen. Und natürlich einen Feuerlöscher. Hier. So. Und da ist dann ein... Gewährt uns Zugang zu einigen ihrer neuesten Entwicklungen. Ein Upgrade für den Apotheken-Medikamenten-Mixer. Und den Easy-Scan für allgemeine Diagnosen. Wenn wir dieses Upgrade für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Um Upgrades für eine Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Technikausbildung. Ja, jetzt, ich habe hier irgendwie gerade ein Problem. Ein Krankenpfleger. Sie könnte theoretisch jetzt auch noch... Wie viel Geld haben wir? In die Apotheke. Wir nehmen sie. Ich glaube, weil die wechseln sich ja dann ab. Und wir benötigen unbedingt einen Hausmeister. Mit Reparaturinstand. Upgrades zu installieren. Genau, du wirst es sein. Du musst es sein. Jetzt können wir hier... draufklicken. Was ist das? Aufheben. Hausmeister rufen wegen Medikamenten mit reparieren. Das habe ich nicht alles gelesen. Seht ihr. Sobald ein Upgrade freigeschalten wurde... Freigeschalten wurde, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung, um Upgrades in den Geräten zu installieren. Um das zu tun, wähle erst das Gerät und dann die Upgrade-Option. Ach so, eben, da war ich schon richtig. Aufheben, Hausmeister rufen, Upgrade. So. Und wir müssen unbedingt einen Pausenraum für unsere Ärzte bauen. Wo machen wir das hin? Hier. Das muss reichen. Das muss reichen für euch. Und hier. Getränkeautomaten hin. Snackautomat. Ich glaube, ein Snackautomat fehlt nämlich. Das, was ist das? Das? Ja, genau, machen wir. So. Geben wir denen noch einen Sessel. Ein Abfalleimer. Ist hier eigentlich ein Abfalleimer? Nee. Feuerlöscher. Und natürlich eine Pflanze zur Entspannung. So. Oh, das dauert. Okay. Wo gehst du hin? Station. Kommt der noch nach? Da wahrscheinlich schon. Im Moment scheint es zu klappen hier alles. Hoffe ich. Good patients try to behave like human beings.
brauchen wir noch? Okay. Zimmer. Toll! Das Maschinen-Upgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Wangel Technologies dankt uns für unsere fortwährende Unterstützung ihrer Psychiatrie-Patienten. Sie gewähren uns Zugang zu einer ihrer Maschinen, dem Umtöpfer. Dieses Hightech-Gerät eignet sich hervorragend zum Entfernen unerwünschter Küchenutensilien. Oh Gott, wo stecken Sie sich das rein? Halte nach Leuten Ausschau, die eine derartige Behandlung gebrauchen könnten. Treibe die Erweiterung des Krankenhauses voran, um noch mehr Technologie freizuschalten. Durch den Kauf eines neuen Grundstücks im näheren Umkreis erhalten wir den nötigen Platz, um das Krankenhaus weiterzuentwickeln. Wow. Okay. Also, jetzt. Wir haben Arztpraxis, wir haben eine Apotheke. Im Moment haben wir auch nicht Leute, die jetzt da wahnsinnig warten müssen. Wahnsinn. Station Psychiatrie. Toiletten? Wir haben keine Toiletten. Okay, das geht nicht. Ich will natürlich auch so ein bisschen Platz sparen. So. Toilette. Ein Waschbecken. Geht nicht. Oh, jetzt habe ich da wahrscheinlich ein bisschen zu eng gebaut, ne? Hier. Auch hier noch ein Feuerlöscher hin. Toiletten. Entleuchtungsklinik. Im Moment sehe ich hier gerade keinen mit dieser Krankheit. Diese Töpferei. Heilt Patienten mit Topfschmerzen. Entfernt Töpfe von drinnen verstecken. Okay, wo machen wir das hin? Hier? Geht das? Das geht nicht. Mist. Hier? Da muss das groß sein, ne? Wieso geht das nicht? Geht das nicht? Wieso gehst du nicht? Es geht nicht. Ja, ich weiß. Ach so, weil ich hier hinten angefangen habe, wahrscheinlich. Okay, nochmal. Jetzt. Alles klar. Wow. Feuerlöscher, ein Pflänzchen. Was ist mit dir? Sucht nach Arbeit, durstig. Da ist doch ein Getränkeautomat. Ich brauche einen Arzt. Psychiatrie, okay, dich nehmen wir, weil du kannst auch zwei Sachen. Ist immer gut, weil die sich ja da so ein bisschen, die gehen ja hin und her. Auf was wartest du? Termin Arztpraxis. Machen die? Okay. Was ist mit dir? Der hat irgendwie was. Wieso kann ich jetzt... Errichtung neuer Gebäude. Wir können unser Krankenhaus und neue Gebäude erweitern, indem wir Grundstücke... Das habe ich vorhin gelesen. WC-Warzen entdeckt.
schmutzige Toilette. Sie kann durch einen teuren Medikamentencocktail aus der Apotheke geheilt werden. Apotheke haben wir. Portishead. Betrifft Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass es durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in Portishead leben. Wir werden den Patienten sofern der Behandlung hier in Station. Okay, haben wir auch. Ich hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer, um mich von der Arbeit zu erholen. Wie sieht's aus, Chef? Herausforderung, erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer, Pausenzimmer. Ja. Wir können hier gerne bearbeiten und wir können das ein bisschen vergrößern. Das ist eigentlich nicht so das Problem. So. Da ist ein Arzt, das funktioniert. Aufgenommen Patienten 8. Hier, Warteschlange. Nur einer. Einer. Keiner. Das klappt gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Also mehr benötigen wir nicht. Sollte das mal warten, wenn es da gerade niemand kommt. Und wie schaut es hier aus? Hier kann er auch Wartung machen. Ich glaube, bis jetzt, ne? Ist gar nicht mal so schlecht. Es läuft. Was können wir denn hier angrenzend kaufen? Ach so. Spielplatz. Alles klar, irgendwie. Ich möchte jetzt noch nicht vergrößern. Was haben wir noch vergessen? Die Entleuchtungsklinik, bis jetzt war ja noch keiner. Doch, hier. Hier ist einer. Mist. Feuerlöscher. Ich glaube, wir benötigen langsam Zimmer. Jetzt werde ich hier noch und sehe ich nämlich, ob da jemand wartet. Ärzte haben wir scheinbar auch genug. Im Moment noch, die schaffen das so, wenn ich das richtig sehe. Schon gewusst, vom Reiter Finanzen aus kannst du die Preise unseres Krankenhauses anpassen. Erhöhe oder senke die Preise für Diagnosen. Ja, ja. Besitze 2 Gebäude. Errichte die Krankheit, ja, erreiche die Krankheitsstufe. Krankenhausstufe, nicht Krankheits. Meine Güte. Was stimmt hier nicht? Wir werden noch einen Krankenpfleger einstellen. Behandlungskompetenz. Station. Die da haben nichts. Will mehr Geld. Hält das Leben für eine romantische Komödie. Aha. Versuchen wir es mit dir. Du? Such nach Arbeit. Aufheben. Feuern. Mach eine Pause. Wie geht's dir? Du bist auch schon da. Bisschen die Wartung im Auge behalten, weil hier, da, du musst hier hin. Lieber Hausmeister. Beförderung. Nathalie Zehn, Nachwuchsassistentin, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Die Beförderung von Nachwuchsassistenten, das ist ein gewährt, Weiterbildung, biete eine Gehaltserhöhung an, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Ui. Befördern. Befördert. Glücklich. Ja, hoffentlich. Hoffentlich.
So. Alles klar. So, das rauscht, das läuft. Wenn dann hier irgendwann mal... Ah, jetzt ist sie dran. Zum Reparieren. Ich möchte nämlich nicht, dass hier ein Feuer ausbricht. Könnte ich gerade verzichten. Wir haben es im Griff. Noch. Aber ich weiß... Ich weiß vom Tem Hospital, Vorgänger, das wird noch übel. Das wird sowas von übel. Vielleicht wird es übel in der nächsten Folge. Wir müssen ja noch ein zweites Grundstück oder Gebäude, besser gesagt, kaufen. Bin gespannt, was uns erwartet. Im Moment geht es echt chillig zu und her hier. Schön, wart ihr mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.